Hallo Freunde, es ist da und es befindet sich hier drin. Passt gar nicht in den Monitorausschnitt hier. Freunde, was sich hier drin befindet, ist mit Geld und guten Worten nicht mehr zu bekommen. Und ich hab's noch bekommen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand es ist. Und wir schauen es uns jetzt gleich mal an. Ich weiß natürlich von der Zustandsbeschreibung, aber wir müssen erstmal auspacken und nachschauen, ob die Zustandsbeschreibung der Wahrheit entspricht. Also Freunde, auf geht's. Und dazu nehme ich wieder mein Carpet Knife. So. Auf geht's. Ganz vorsichtig, wie ein Chirurg. Na, ich sag's euch, ein Chirurg könnte es nicht besser. Es ist nur ein Item hier drin, ein Gegenstand. Ja, so sollte natürlich kein Chirurg abrutschen. Ja, hinfort mit der Vorsichtigkeit. Ich will es aufmachen. Super gut verpackt, ey. Seht euch das an. Ja, muss auch so gut verpackt sein. Ah. Seht euch das an. Eine Kiste in einer Kiste. Na, ah, da muss doch noch mal das Carpet Knife zum Einsatz kommen. Das reicht.
hätte es auch hier schneiden können. Also, so wie das verpackt ist, muss auch der Zustand top sein. Da ist es, da ist es. Und fort mit dem Altpapier. Und fort mit dem Karton. Freunde, da ist es. Da ist es. Leute, ich muss es jetzt genießen, das Auspacken. Dafür müsst ihr Verständnis haben. Ja, das ist etwas schärfer hier als das große Carpet Knife. Hier ist es, Freunde. Hier ist es. Hier ist es. Seht es euch an. Und es ist noch original eingeschwiesen. Ja, wie gesagt, das hier ist nicht mehr für Geld und gute Worte zu bekommen. Also, da musste ich schon mehr als nur die Hosen runterlassen und mehr als einmal ran. Da musste ich meinen Mann stehen. Ich sag's euch. Und es ist noch original eingeschwiesen. Wahnsinn. Ja. Okay. So. Befreien wir dieses Artbook von seiner Folie. Okay. Ja. So. Kann man den hier ansetzen? Ja. So, damit auch gar nichts passiert hier. Dass kein Kratzer ankommt. Hier unten, hier. Ups. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Zack. Seht es euch an. Storm, das Vermächtnis. 10 Jahre Splitter. Ja. Kann man das so besser sehen hier. Don Lawrence, das Vermächtnis. Aus der 10-Jahres-Collection von Splitter. Zu seinem 10-jährigen Jubiläum, also zu der. Nachdem sich Splitter neu erfunden hat, der Comic-Verlag Splitter, nachdem er sich erfunden hat, neu erfunden hat und
in seiner neuen Art und Weise 10 Jahre besteht, bringt er jetzt eine 10-Jahres-Jubiläums-Ausgabenserie heraus. Und das hier ist eins der ersten Bücher, die das eigentlich sofort nach Erscheinen schon ausverkauft war. Und ich habe es noch bekommen. Original eingeschwiesen. Naja, nun ist es nicht mehr eingeschwiesen. Ja, hier haben wir so eine erhabene, edle Pressung. Und hier so eine angedeuteten Kupferecken. Ja. Seht es euch an. Storm. Don Lawrence. Wir machen mal einen Größenvergleich. Erstmal schauen wir wieder, wie groß das ist in Zentimetern. So, was haben wir hier? Wieder über 32 Zentimeter. Und über 23 Zentimeter breit. Vergleichen wir mal. Wir haben hier ein normales Comicalbum von Splitter. Die Größe ist identisch. So. Und hier haben wir einen Omnibus. So. Kann man doch schon den Größenunterschied sehen, der ist schon erheblich. Ja. Okay. Ja, Comic Collection. Also, das hier, der Inhalt hier drin, sollen keine Comics sein, keine Comicgeschichten, keine Comic-Erzählungen, sondern das soll das Sketchbook von Don Lawrence sein. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch kriege. Ich habe jahrelang darauf gewartet. So, und jetzt schmeißen wir mal einen Blick hinein. Ja. Roter auf dem Titelcover. Herrlich aufgemacht. Splitters Collectors Edition. Das Vermächtnis, herrlich. Als guter Freund der Storm Comics ist das genau das Richtige, was ich brauche. Lange Reise. Ja, Freunde, hier das bekannte, ikonische Bildnis. Ja, wie gesagt, das hier ist ein Artbook, ist die formvollendete Kunst von Don Lawrence in seiner Comicserie Storm. Seht euch Rota an, das Mädchen, der Held. Das Mädchen. Ja, wie gesagt, Freunde, das ist ein Artbook mit Sketches. Herrlich. Ah, die Skizzen. Ja, das sind nur die Skizzen, also.
Wenn ich so zeichnen könnte, wie er skizziert, dann wäre ich schon froh. Ja, also das würde ich gerade noch so hinkriegen. Skizzen sind so wie ein, so eine Art, wie ein Rohdiamant, bevor das Gemälde komplett zur Kunst reift. Herrlich. Ja, Olle Don immer für einen Scherz zu haben. Ja, das Besondere an Storm ist, wer die Comics kennt. Die sind ja nicht schwarz-weiß, sondern die sind alle komplett, ich weiß nicht, ob die komplett nur aus Buntstiftzeichnungen bestehen. Ich weiß gar nicht, mit was für ein Material er die Comics zeichnet. Die sind jedenfalls nicht nachkoloriert, sondern er zeichnet die selber in den entsprechenden Farben. Und das Besondere an Storm ist, es gibt dort nichts Schönes, also jede Kreatur, jeder Mann, jedes Lebewesen ist in dieser bizarren Welt hässlich dargestellt. Ganz bizarr. Selbst Storm ist keine Schönheit. Das einzige Lebewesen, was in dieser Welt schön ist, ist Rothaar. Das ist natürlich ein absolut bizarrer Kontrast zu den anderen Lebewesen, zu den Kerlen und alles, zu den Monstern. Ja. Hier haben wir sie. Nicht zu verwechseln mit Red Sonja. Artbook sondersgleichen hier. Na. Ja, sie sieht ganz schön sauer aus. Grenzen. Inhaltsverzeichnis. Nicht Don Lawrence, Don Quixote.
Ja, sind auch einige unzüchtige Bilder mit bei. Ja, jetzt nicht unbedingt irgendetwas Schlimmes. Aber die zeigen wir. Hier auf YouTube lieber doch nicht. Herrlich, herrlich, Freunde. So, das soll es gewesen sein. Das war ein kurzer Ausflug in die Welt von Storm und Don Lawrence. Vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal. Und, bleibt sauber. Macht's gut.